komm in Quarantäne dann. Lea, ich komme. Hey Leute, bevor das Video losgeht, will ich euch noch kurz informieren, dass das Video vorproduziert ist. Wir haben das Ganze vor etwas mehr als einer Woche aufgenommen. Mittlerweile ist die Lage ja wirklich sehr zugespitzt. Deswegen fühle ich mich verpflichtet, noch kurz was davor zu sagen. Ihr seht, dass gleich ganz viele Leute im Video rumlaufen. Wir sind alle mittlerweile in Quarantäne. Wir halten uns an die Regeln von der Bundesregierung. Wir bleiben zu Hause, vor allem meine Oma bleibt zu Hause. Wir helfen meiner Omi momentan auch jeden Tag beim Einkaufen, damit sie nicht rausgehen muss. Und das solltet ihr auf jeden Fall auch machen, falls ihr irgendwie eine Oma oder einen Opa habt, der irgendwie jetzt gerade nicht mehr rausgehen kann. Bitte, bitte bleibt einfach zu Hause, damit wir diesen Virus eindämmen können. Leute, die Lage ist ernst. Dieses Video hier ist außerdem nicht ernst. Dieses Video ist wirklich absolut 0% die Realität. In letzter Zeit sind auf YouTube ja viele komische Pranks hochgeladen worden von Corona-Pranks und bla bla bla, wo einfach Leuten die Panik ausgenutzt werden, um irgendwelche lustige Reaktionen herzuholen. Irgendwie, oh mein Gott, ich sage dem und dem, dass ich in Quarantäne muss und dann das hier soll dieses Video auf gar keinen Fall sein, Leute. Nichts in dem Video ist wirklich die Wahrheit und es ist wirklich passiert. Wir haben uns eine lustige Story überlegt und wollten das Ganze überspitzt darstellen. Vielleicht sind hier und da ein paar Metaphern zu der aktuellen Situation drin. Falls die richtige Information über den Coronavirus bekommen wollt, seid ihr komplett falsch. Ich kann euch das Video von Quarks extrem empfehlen. Harald Lesch hat auch ein sehr gutes Video drüber gemacht. Oder halt einfach jeden Tag diese Updates vom Robert-Koch-Institut anzuschauen. Also schaut euch auf jeden Fall das an, wenn ihr wirklich echte Informationen zum Coronavirus bekommen wollt. Hiermit versuche ich euch einfach nur irgendwie die Zeit in der Quarantäne rumzuschlagen, damit ihr euch nicht so sehr langweilt. Also hoffentlich habt ihr Spaß. Ich finde das Video ist unfassbar lustig geworden. Wie gesagt, nächstes davon ist echt. Lea ist nicht in Quarantäne. Let's go. Tim, pass auf. Mir ist was sehr Unangenehmes aufgefallen, okay? Wir sind ja hier momentan in Quarantäne wegen Corona. Wir dürfen nicht das Haus verlassen, ne? Mir ist aber heute fast aufgefallen. Ich glaube, wir haben schon jemanden unter uns. Hast du es gesehen, Bro? Oh mein Gott. Aber ich habe Maßnahmen getroffen. Ich stelle dir vor, unseren Corona-Katastrophenraum. Eine Toilette? Ja, und das Klopapier fehlt. Boah, hier stinkt's auch noch. Ziemlich drin, ich bin ehrlich, irgendwie war nur noch geschissen, Alter. Um diese Quarantäne noch sicher zu halten, müssen wir den Schädling nach draußen bringen. Dafür habe ich schon was super geplant. Diese Kostüme. Tim, schnapp den Kostüm. Ich meine, einen Schutzanzug, der geprüft ist. Kein Kostüm. Und da steht nicht Breaking Bad. Ist Corona time. Ey, ist Corona time, right? Digga, willst du uns eigentlich umbringen? Bruder, zieh die Maske ab, schnell! Zieh sie ab! Du hast das Wichtigste vergessen, Digga! Der Bart! Was soll ich damit? Anziehen, sonst wird du nicht geschützt. Ist bescheuert? Los, zieh ihn an! Nein. Los, los! Hä? Ja, zieh ihn an, sonst wird du nicht geschützt. Mach ihn auf und klipp ihn dir an dein scheiß Gesicht. Hä? Nee. Doch. Nein. Doch, jetzt. Nein, dann machst du. Nein, klipp es an, warum? Du. Okay. Einer muss ja die Gruppe retten, weißt du? So, Digga, jetzt sind wir bereit. Okay, Tim, das Kommando geht los, wenn wir sie noch einmal husten hören. Dann greifen wir zu. Wir bringen sie in Quarantäne. Okay. Du gehst auf die andere Seite. Ja. Okay, Digga, let's go. Wir können auch die Masken absetzen, die ist im Kopf. Wo bringen wir die jetzt eigentlich in Quarantäne, Digga? Was? Fuck, warte mal, wir dürfen ja eigentlich selber gar nicht das Haus verlassen. Dreh um, Bro! Ab nach Hause! Ja, du hast keinen Plan! Doch, wir haben einen Plan, Madame! Was soll das? Was tut ihr denn? Hey, bleib mit dir da, dann ist sie weg. Wer? Du musst dich an dein neues Leben gewöhnen, in Quarantäne. Und dafür musst du nämlich jetzt kurz den Kofferraum suchen? Ja, und der Plan hat sich etwas geändert. Uns ist was aufgefallen. Okay. Sagen wir so, wie es ist. Lea, hier ist dein Zuhause. Was für klein das ist? Wo ist da bitte ein Boden? Keine Fragen! Hier ist Reißdruck. Hier. Okay. Danke. Danke, dass du es sagst. Ich sehe nicht so gut. Ich geh rein, ich geh rein. So, Tim, der ist die Atemmaske. Wir haben es geschafft. Viel Spaß hier drin. Wie geht's dir? Den Umständen entsprechend. Aber du brauchst doch noch bestimmt noch was zum Überleben, oder? Hier, Lea, ich gebe dir jetzt das Wichtigste, was du brauchst, okay? Tu deine Hand raus, okay? Hier.
Oh, danke. Oh, geil. Viel Spaß dir damit. Tschüss, Lea. Wir sehen uns dann in 2 Wochen wieder. Ja, Mann. Die ersten 3 Stunden. Ja, hast geschafft. Siehst du das auch, Digga? Oh mein Gott. Oh mein Gott, was passiert da? Nicht, dass das Zelt wegfliegen kann. Denn, oh mein Gott, Digga. Wir müssen handeln, Bro. Ich hab natürlich was vorbereitet, Digga. Echt? Ja, natürlich. Damit entfliegt sie uns nicht, mein Junge. Oh. Lea! Ja? Wie geht's dir? Ja, Lea, das Problem ist, daran musst du dich jetzt leider die nächsten 2 Wochen gewöhnen. Ignoriere einfach diese Geräusche von diesem Netz, was wir um dich rumbauen, okay? Netz? Nein, nein, das ist kein Netz. Das hört sich nur so an. Dann entspann ich mich mal. Alles nur zu deinem Besten. Wir haben zu viel geredet. So. Haha, ist das mega. Wir sind fertig. Schau dir deinen Garten jetzt an, ne? Was machst du? Schau mir jetzt den Garten an. Ah! Das war sehr knapp, Bro. Okay, Alter. Das Haus ist wieder sicher. Könnte natürlich auch sein, dass sie den Virus reingebracht hat. Aber dafür habe ich natürlich auch vorgesorgt. Damit wir hier lange genug überleben können und niemand anders anstecken. Denn, Leute, ihr solltet auch alle zu Hause bleiben. Tim, ich würde sagen, begrüße meinen Thronraum. Das haben wir jetzt nicht nur für dieses Video gekauft. Ich kaufe immer so riesige Mengen von Klopapier, und damit wir dann irgendwie erstmal 6 Monate nicht mehr einkaufen müssen. Wir sind ja ein sehr, sehr großer Haushalt und meine Oma und so kaufen wir auch immer direkt mit, weil bei Amazon ist das immer günstiger. Es gibt keine Engpässe, Leute. Geht nicht in irgendwelche Läden. Es gibt noch Klopapier ohne Ende. Und jetzt geht's weiter mit dem Video. Tino, weißt du, was ich gerade gehört habe? Ich glaube, wir haben Einbrecher. Lea hat Hilfe gerufen. Was? Okay. Wer ist das? Nicht aufmachen. Tim, wer ist das? Tim, zu den Waffenräumen! Abwehr! Tim, hol die Waffen mit! Lea, ich komme! Nein! Sie ist noch da. Sehr gut. Es ist Nacht geworden, Leute. Langsam muss ich ganz ehrlich sagen, tut Lea mir ein bisschen leid. Lea! Ja, die Tür ist offen. Was ist? Langweilst du dich noch nicht? Doch, klar. Ah, die Tür ist offen. Sag dich doch. Ich hab's gar nicht gehört. Ich hab was für dich, was dir vielleicht ein wenig die Time rumschlagen kann. Aha. Die Corona-Time. Gefällt's dir? Nee. Hey! 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 Sofort wieder rein! Rein da! Gib das Handy wieder her! Ja, verschwindet doch endlich! Ah, ich hab das Handy in der Hand! Ah. Lea bleibt für die nächsten 2 Wochen alleine! Wir tun nichts mehr. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Leute! Leute, hört ihr das? Wisst ihr, was es heißt? Dein Wecker klingelt? Leute, Leas 2 Wochen Quarantäne sind vorbei! Oh mein Gott, endlich! Ja, Quarantäne? Was? Quarantäne? Bist du dumm? Wir haben fucking Lea in den Kofferraum reingetan, haben sie verschleppt und sie ist seit 2 Wochen in diesem Zelt da hinten. Oh mein Gott, endlich. 2 Wochen schon? Ja. Leute, wir müssen nachschauen. Lea, willkommen! Isabelle hat Lea schon so vermisst, wie sie Johannes vermisst. Die ganze Zeit in Köln. Oh ja! Lea! Die schläft nur. Lea, die Quarantäne ist vorbei. Lea? Geh mal gucken. Madame? Oh mein Gott! Madame! Oh. Oh mein Gott, was haben die getan? Shit. Das war der dümmste. Oh, das ist der größte Krampf. Der dümmste Sketch, den wir jemals gedreht haben. Ich hoffe, damit haben wir euch ein wenig näher beigebracht, dass man zu Hause bleiben sollte, Leute. Denn Quarantäne ist wichtig. Wenn ihr hustet, bleibt zu Hause. Steckt niemand an. Und vor allem hört auf, Toilettenpapier zu horten, weil sonst endet ihr so wie Lea. Ist Corona da? Ey, ist Corona. Warte, da ist einer mit Hund. Da ist einer mit Hund. Leute, du darfst nicht mehr reden, du bist tot.